Yes, Freunde, Man City gegen Swansea. 3 gegen 9, wobei Man City ist eigentlich Erster, weil sie haben halt ein Spiel weniger. Das ist so ein bisschen verunglückt. Diese komische, weil die ein schon mehr Spiel mehr haben, sind sie vorne und so. Das ist ganz komisch. Weiß ich nicht. Lehne ich auch aus persönlich-moralischen Gründen ab. Aber die Momentan-Tabelle sagt 3 gegen 9. Und so wird das Spiel hoffentlich auch aussehen. Manchester City hat im letzten Spiel unglaublich fragwürdig gespielt. Vor allem was Chancenverwertung und teilweise auch, also nicht im Generellen, aber teilweise Defensivarbeit angeht. Das muss man ihnen ankreiden. Wobei Chancenverwertung dann doch das größere Manko war in meinen Augen. Ich meine, das ist defensiv nicht alles. Ja, gut, ne, ist halt so, aber was da vorne liegen gelassen wird teilweise, das kannst du nicht verantworten. Anscheinend natürlich besonders den Antipogluni an, weil der hat zwar ein Tor gemacht, aber hat auch zwei mega dicke liegen lassen. Die Kritik muss er sich gefallen lassen. Aber neues Spiel, neues Glück. Er hat eine Chance, sich zu beweisen. Wahnsinn, pass auf Doumbia. Das ist doch Weltklasse. Das ist doch Weltklasse. Und er schießt durch. Schade, aber ein erstes dickes Ausrufezeichen von Man City. Dieser Pass, er war nicht mal steil, aber der Pass war einfach nur super. Der Pass war nicht steil, er war geil. So, dann sagen wir mal, es ist hier. Ganz schön, dass ich nicht den auswählen kann, den ich wollte. Wie immer. The Daily Bullshit Bingo. Dyer, aber Nasi macht das super. Weißt du, so verteidigen, so kann man doch arbeiten. Ist doch gut, Freunde. Macht es doch weiter so. Jesus Navas. Nun, auf der anderen Seite, den wird er kriegen. Der kommt rein. Wird aber nicht mehr draus. Schade. Aber immer mal sowas wie ein Spielzug. Das ist ja, ist doch schön. Nein? Doch, vielleicht, na, na, schade. Das war knapp. Also den hätte man sich durchaus wiederholen können mit ein bisschen mehr Glück. Also Glück, ja, können, steckt da jetzt nicht so viel hinter. Oder hätte nicht, jetzt, Leute, was ist denn los hier? Die kriegen den Ball nicht weg. Shevley. Und Swansea bremst sich selber aus. Ansonsten wäre sie hier nochmal richtig gefährlich geworden. Touré. Ah, schade. Gut gesehen, Doumbia, dass hier jemand auf links mitläuft. Aber nicht so, Freunde, nicht so. Komm schon. Der hätte man auch kriegen können, Boni. Pablo Hernandez. Taylor, Swansea spielt ja gut auf. Also das hätte ich in diesem Maße nicht erwartet, bin ich ehrlich. Man City ist halt eben bisher ungeschlagen. Das sollte sich eigentlich auch immer wieder spielen im Ergebnis, in allen möglichen. Aber so läuft Fußball halt nicht. Ich meine, das weiß ich auch. Loni, oh gut. Ein bisschen hoch. Das ist Tiernadelli. Schade. Okay. Nope. Das war jetzt alles ein bisschen zu direkt, aber hat immerhin gut reagiert. Auf allen Ebenen. Na was, gegen Taylor. Keeper ist da. Neuer Versuch, Fernandinho. Auf Loni. Auf Loni. Und er wird weggedrängt. Schade. Riesenchance. Also nicht riesen, aber gut genug. Auf jeden Fall Nasri. Ja, der kann über außen. Das wissen wir inzwischen. Loni. Zweite Chance. Fernandinho. Gut. Der war gefährlich. Der war tatsächlich gefährlich. Wow. Herr Navas. Bitte, Loni. Oh, komm schon. Einmal ein Strich für Alu, bitte. Und Doumbia. Und der Herr Touré, was machen Sie denn? Laufen Sie doch ins Aus oder so, aber doch nicht das. Das war ja traurig. So eine Chance zu verschenken, weil beim Weg steht einfach nur. Okay, so die Verteidigung steht. Ich will nicht sagen mal wieder, denn sie stand heute auch schon mal nicht, aber für den Moment. Siehst du das? Kompany, oh komm. Was ist denn das für eine Entscheidung heute? Ich muss ja mit allem hadern. Auch sein persönliches Interesse. So als Scheiße. Na komm, den hätte ich mir gern geschnappt. Hab ich auch nicht. Oh, jetzt gefährlich. Gut geklärt. Aber man muss sagen, die Defensive wackelt tatsächlich mehr als im letzten Spiel. Kommt mir zumindest so vor. Was durchaus kein gutes Zeichen ist. Weil schon im letzten Spiel war es relativ kritisch teilweise. Aber nicht so stark. Deutlich nicht so stark. Vielleicht war QPR auch einfach schlechter. Als Swansea. Wer weiß, Doumbia zu weit. Wieder zu weit. Die Defensive antizipiert das sehr gut. Ich sag's, glaube ich, in jeder Folge. Ich
antizipiere Antizipation. Antizipizip. Ich weiß auch nicht, ich werde hier langsam verrückt, kein Problem. Fernandinho, das ist doch traumhaft gespielt. Machen wir uns nichts vor, das ist traumhaft gespielt. Jetzt aber, gefährlich, Loni. Hand, ja. Also Touré, ganz ehrlich, das war schon der zweite Patzer heute. Ich will nicht nur sagen Patzer, das ist ein Aussetzer. Das hat mit Patzer nichts zu tun, das ist einfach nur schwach. Also das erste, an den Ball ranzulaufen, wo man im Abseits steht, kann man schon sagen, pff, ne. Aber dann das Kopfball hin und beide Hände nach oben, das ist einfach nur strunzdoof. Wirklich, also da habe ich dann noch kein Verständnis mehr für. Gut, das war Pech, aber alles gut. Nasri, komm, vor der Halbzeit noch einen landen, das wäre doch was. Nicht so. Prinzipiell ja, aber nicht so, Freunde. Ja, versuchen wir was, aber jetzt sollte eigentlich Halbzeit sein, also. Wenn der Ball durchgekommen wäre, das wäre die letzte Chance gewesen, so. Ist egal. Und Wiedersehen. Was pfeift doch ab, ey. Hätte ruhig lange abgepfeifen können. Hans Wurst, Schiri. Wahnsinn. So, sobald die Mittellinie überqueren, ist die sowieso Schluss. Also, ja, nehmen so. Es ist ein guter Anfang. Verspricht einiges, zeigt bisher noch nicht so viel. Das ist, glaube ich, das Fazit. So, keiner geht mit auf außen. Schön, ich will auch überhaupt nicht irgendwie über die Flügel spielen. Wäre ja Quatsch. Stimmt schon. Touré. Gegen Boni. Wo war denn das jetzt? Ja, so will ich das schon eher sehen. Foul an mir. Ups, da sag ich okay. Das sah schon wieder aus, als würde er gegen mich pfeifen. Ich denke, was soll das? Für mich kein Problem. Man muss sagen, Swansea ist sehr motiviert. Das kommt ihm gerade sehr zugute. Wow, Herr Loni, das war nichts. Alter, ich will fucking Touré auswählen. Dann lass mich doch auch. Leck mich am Arsch. Hey, Junge, das ist souveräner Schwachsinn. Ernsthaft. Oh, wow. Ja, sehr gut. Loni, jetzt komm. Das war gar nichts. Kann man aber noch retten. Jetzt ist er am Abseits. Jetzt ist du mir am Abseits. Ich wollte wegziehen, konnte ich natürlich wieder nicht. Wir spielen Bullshit-Bingo. David Silva kommt für den Jesus Navas. Von mir aus. Kein Problem. Gehe ich voll d'accord mit. Man City, die feuern an, aber von wegen Boni! Wilfried Boni. So heißt da also der Konsorte. Trifft einfach ins blaue Herz. Jo, geh doch mal nach unten. Flügel ist heute wirklich ein Fremdwort. Wahnsinn. Ist es sonst nicht, aber heute ist es echt total unglaublich. Nasi, na komm schon. War gut, komm. Jetzt muss man Chancen generieren. Man ist hinten, jetzt ist auch schon egal. Jovetic kommt für Dumbia. David Silva. Tritt rein. Lasket. Nice. Geht Abschluss. Schade, aber jetzt nochmal aufraffen hier. Komm, ist noch nichts verloren. 30 Minuten kann man locker noch drehen. Und keiner will. Okay. Muss ja auch nicht, ne? Wäre auch zu einfach. Shelby. Aber dann gewinnen sie den Ball nicht endgültig. Was soll denn das? Jovetic. Er startet. Der Ball ist noch bei City. Loni. Ah, da stand. Ich glaube, der war abgefälscht von Jovetic. Weil er ihn angeschossen hat einfach. Nee, er stand einfach im Weg. Das hätte den Torwart behindern können. Was spielen die so viele kurze Pässe heute? Die wollen es aber echt wissen. Das macht mich doppelt aggressiv. Das ist eine gute Taktik. Shelby, das ist gut gespielt. Also wenn Swansea heute gewinnt, ist es verdient. Das tut weh zu sagen. Das ist klar.
Aber es ist die Wahrheit. Also, es ist ja nicht viel zu weit. Gib es da. Ganz einfach. Freunde, es muss nicht so Last Minute sein. Man kann auch einfach jetzt mal das 1-1 schießen. Wie wär's denn damit, Freunde? Nein. Oder doch Touré. Kommt er zum Schuss. Was ein Hund. Aber natürlich, Keeper von Swansea hat das super gemacht. Das muss man sich eingestehen. Kompany. Kolarov. Abseits, Fragezeichen, man weiß nicht. Jovetic. Schade. Hätte man deutlich mehr draus machen müssen. Vor allem in so einer Spielsituation. Ich weiß nicht, wie man da ernsthaft zögern kann. Oder versagen kann. Oder so. Nasri. Alter! Das gibt's doch nicht! Can you feel the bullshit tonight? Oh, jawohl. Und wir Spielerwechsel. Scheiße. Mann. Also nah an der Linie. Ich hasse das Spiel so nah an der Linie. Das ist scheiße. So dumme Ballverluste, für die man quasi nichts kann. Die Grätsche war gut, aber bringt natürlich mal wieder gar nichts. So, nimm den Ball und ab nach vorne. Aber sofort hart. Nein. Wieder nichts. Es sieht nach der ersten Niederlage aus und damit bleibt Man City Dritter. Wenn das Ergebnis sich nicht mehr ändert. Oh, wechselt. Oh, meine Fresse. I don't fucking care. Mir egal. Ist mir scheißegal. Scheißegal. Okay, das war aber sehr, sehr eindeutig, dass der Pass gespielt wird. Nomi. Und ab. Na komm. Ja, mal zieh durch, Junge. David Silva, Keeper ist da. Zum ersten, zweiter Versuch. Touré. Das ist nicht wahr, das war's. Touré hat geschossen, Touré hat wirklich getan, was er konnte. Man kann ihm hier nichts ankreiden. Aber wenn es nur die Latte ist, ist es nur die Latte. Das ist dann das Pech eines solchen Spiels. Ja, die ein solcher Spielverlauf auch mit sich bringt. Machst du gar nichts gegen. Ist schade, aber ist so. Müssen wir jetzt lieben. Oh ja, komm. Jetzt kannst du ja auch in die Hose pinkeln oder was. Ist ekelhaft. Noch nicht schon wieder vorbei. Also Ball gewinnmäßig heute grauenhaft. So. Was war das denn jetzt, ha? Kannst du gleich Pissgesicht 16 an mir erklären, was das jetzt war? Völlig verdient verloren. Komm, da hake ich ab. Sowas gebe ich mich auch gar nicht ab in so einem Scheiß. Europa, vielleicht ein Lichtblick, wer weiß. Ja, stimmt, Spiel 1 haben wir gewonnen gegen Moskau. Kopenhagen. Man kann sich absetzen. Na, schau mal, Freunde, das nächste Mal. Hoffentlich mit einer besseren Performance als dieses Rotzding gerade. Schönen Abend noch und ciao.